haben ja ein gewisses Chaos, ein Durcheinander der Maßnahmen, einerseits geboren aus der mangelnden Kenntnis über die Wirksamkeit und die Gefährlichkeit dieses Virus, andererseits aber auch geboren aus dem Willen, die Gelegenheit zu nutzen, die Menschen jetzt gleichzuschalten, einer totalen Kontrolle zu unterziehen, einen Überwachungsstaat zu etablieren, wie ja die Vertreter von Big Set, Reset jetzt auch selber gesagt haben, der Klaus Schwab, Corona ist eine Chance. Viele Menschen sterben, sind krank, sind schwer eingeschränkt in ihrem Leben. Die Wirtschaft wird schwer beschädigt, die Kinder können nicht in die Schule gehen, was dramatische Langzeitschäden für ihre Seele und für ihren Geist zur Folge haben wird. Und dann gibt's Leute, die auf dem Thron ihres Reichtums sitzen und von all diesen alltäglichen Schwierigkeiten nicht berührt werden, die dann groß verkünden, das ist eine Chance, jetzt um ihre Agenda durchzusetzen. Das ist eine Agenda, die ja auf einer Hochstapelei beruht, nämlich die Meinung, wir könnten jetzt mit Hilfe der modernen Technik oder des Kommunikationswesens eine neue Schöpfung hervorbringen, einen neuen Menschen erschaffen, aber eben nach ihrem Bild und Gleichnis. Ich möchte eigentlich nicht geschaffen und erlöst werden nach dem Bild und Gleichnis von Klaus Schwab oder Bill Gates oder Soros und all diesen Leuten, die nach Glasgow mit Privatjets sausen und dann der Masse, wie sie sich ja ausdrücken, nun die großen Sparmaßnahmen und Einschränkungen auferlegen. Das hat eigentlich auch politisch gesehen mit einer Demokratie nichts mehr zu tun, wo jeder Mensch eben auch gleichberechtigt ist